Einen wunderschönen guten Tag, Ekautos, zum nächsten Fußballfreitag. Und ja, beim letzten Mal hatten wir es ja über das Montagsspiel, beziehungsweise hatte ich ein bisschen über das Montagsspiel berichtet und die Auswirkungen und Geld und DFL und hatte da ja auch schon, ich meine, angekündigt, dass es von Seiten der Frankfurter Fans zu Protesten kommen soll. Und ja, heute möchte ich so ein bisschen über die Proteste sprechen, die passiert sind, beziehungsweise wie das Ganze abgelaufen ist, meine Einschätzung dazu geben und zumindest auf, naja, so ein, zwei Kommentare von Spielern und Trainern noch eingehen, wobei Trainer weniger, eigentlich zwei Spieler, die was dazu gesagt haben nach dem Spiel, beziehungsweise jetzt im Laufe der Woche. Also was genau ist passiert? Wie gesagt, beim letzten Mal ja schon angekündigt, Montagsspiel, und als Fan, beziehungsweise die Fans sind ja sehr unzufrieden damit, dass es Montagsspiele geben soll. Beziehungsweise, dass es jetzt Montagsspiele gibt. Wir hatten das dann ja schon in den Kommentaren, da hat ja schon jemand geschrieben, ja, die fünf Montagsspiele, ich meine, es gibt doch auch englische Wochen und so weiter und das gibt es dann auch in der zweiten Bundesliga. Und das ist auch vollkommen richtig. Und diese fünf reinen Montagsspiele, wenn es wirklich, wenn man wüsste, dabei bleibt, das wäre ja auch gar nichts das Schlimme, sondern da geht es ja mehr darum, okay, jetzt sind es Montagsspiele, dann geht es vielleicht demnächst weiter, dass wir am Freitag schon um 15 Uhr ein Spiel haben beim nächsten TV-Vertrag, dann haben wir auf einmal schon samstags um 11 noch ein Spiel und am Ende liegt jedes Spiel einzeln. Und dagegen wird eben protestiert, beziehungsweise dagegen wird der Unmut so gesehen kundgetan, und das halte ich auch für absolut wichtig, dass das getan wird. So, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Protest. Prinzipiell sind drei Sachen passiert. Und wir gehen das einfach mal so ein bisschen chronologisch durch. Sache 1 war, dass vor Spielanpfiff wurden, man sieht es jetzt hier sogar, also da, so gesehen, das ist ja die Frankfurter Kurve, die wir hinter mir sehen. Das hier ist jetzt, das Bild kennt ihr schon, das ist schon ein bisschen älter, das ist aus der Euroleague-Saison, ich glaube, ach, ich weiß gar nicht, von wann das genau war. Ich war auf jeden Fall im Stadion. Auf jeden Fall, das ist jetzt nicht kein aktuelles Bild. Auf jeden Fall wurden die Tore unten geöffnet, sodass unten die Personen, die eben in dem Stehbereich sind, reinlaufen konnten in den Stadionbereich und ihre Banner, Plakate, whatever hochhalten konnten und eben so gesehen zeigen konnten mit ihren Spruchbändern, was sie davon halten. Das Ganze ist vollkommen friedlich abgelaufen. Und während manche Menschen Angst hatten, dass ja, es mit Sicherheit irgendwelche Idioten gibt, die das Ganze ausnutzen werden, sei es durch irgendwie Bengalos, sei es durch, dass sie dann nicht wieder vom Feld gehen, ist alles super abgelaufen. Die haben ihren Unmut kundgetan und danach sind alle geschlossen wieder auf die Ränge gegangen, die Tore konnten geschlossen werden und das Spiel konnte mit leichter Verzögerung angepfiffen werden. Also alles wunderbar. So, das zweite war, die Frankfurter Fans haben quasi keinerlei Stimmung, also positive Stimmung gemacht, sondern sie haben, wenn Frankfurt im Ballbesitz war, war es einfach relativ ruhig. Und wenn Leipzig im Ballbesitz war, haben sie komplett gepfiffen. Es waren, ich weiß nicht, wie viele Trillerpfeifen unterwegs waren und wie viele Personen wirklich eine Trillerpfeife hatten. Zwischendurch hat man Bilder gesehen, also ab und zu werden ja mal die Fans gefilmt, wenn auf dem Feld nichts passiert oder Einwurf oder sonst was gerade ist oder Behandlung, hat man dann schön gesehen, wie einfach so gesehen das ganze Bild, einfach alle Menschen mit Trillerpfeife im Mund dastanden. Also es war einfach ein cooles Bild, muss ich sagen. Dazu direkt dann ein Kommentar von Boateng, den er jetzt irgendwie unter der Woche gemacht hat. Da waren ja wieder, ist ja immer unendlich viele Interviews und dann ging es darum, ja, dass dieses Mal ja die Unterstützung von den Rängen anders war. Er hat jetzt nicht gesagt, dass sie nicht unterstützt worden sind, aber hat auch so gesagt, okay, da die Unterstützung eben anders war, musste man sich innerhalb der Mannschaft ein bisschen pushen. Und er hat auch gesagt, dass ihm so gesehen der ganze Abend oder die ganze Nacht noch die Ohren gepfiffen haben. Kann man nachvollziehen, weil, naja, wie gesagt, es war halt quasi eigentlich dauerhaft ein Pfeifkonzert. Nicht mit einfach so, also nicht mit so mit den Lippen, aber halt mit Trillerpfeifen. Und das halt hauptsächlich dann eben einfach nur bei Leipziger Ballbesitz. Das heißt, man wollte nicht positive Stimmung für die eigene Fans, für die eigene Mannschaft machen, sondern man wollte eben so gesehen negative Stimmung für die Gegner machen und die Gegner so ein bisschen demoralisieren. Kennt man ja auch durchaus, aber dann gibt es halt irgendwelche Schmähgesänge oder sonst was.
Aber ob das jetzt ins Stadion gehört oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Da will ich jetzt gar nicht groß drüber reden. Auf jeden Fall, das war das Zweite. Das Dritte war, und das Letzte, vor Anpfiff der zweiten Halbzeit sind, ich weiß nicht, wie viele Tennisbälle auf den Platz geflogen. Was einfach nur machen sollte, okay, mit so wie das hier läuft, gibt es keinen regulären Ablauf des Spiels. Das heißt, die gesamte Kurve hat Tennisbälle auf den Platz geworfen und bevor angepfiffen werden konnte, musste erstmal wieder alles beräumt werden. Da hat man dann schön gesehen, es gab Absprachen überall. Also es wurde zwischen DFL, es wurde die Schiedsrichter, die Mannschaften, also sowohl Frankfurt als auch Leipzig und die Fans, das war einfach alles abgesprochen. Man hat gesehen, es kamen, ich weiß nicht wie viele Helfer kamen mit Laubbläsern aufs Feld gelaufen dann und haben die Tennisbälle vom Feld gepustet. Dadurch ging es dann natürlich relativ zügig, aber es gab eben eine Verzögerung und es hat gezeigt so, okay, hier ist eine Grenze überschritten. Hier dürft ihr nicht weitermachen, DFL. Ansonsten, ja, können wir nicht dafür garantieren, dass wir euch weiterhin einen reibungslosen Ablauf zulassen. Möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Und das Schöne war einfach, es waren Tennisbälle. Ja, wenn man einen Tennisball mit voller Wucht irgendwie von einem Tennisschläger geschlagen ins Gesicht bekommt oder so, kann das wehtun. Aber hier haben Personen Tennisbälle auf den Rasen geworfen. Das heißt, es bestand keinerlei Verletzungsgefahr für irgendwen. Wir hatten wirklich einfach nur Tennisbälle. Es ist nichts anderes geflogen. Es sind keine Becher geflogen, wie man das ab und zu kennt. Es sind keine Feuerzeuge geflogen. Es ist nicht, muss man ja auch sagen, im Hinspiel gegen Leipzig einen Dartpfeil geflogen. Das ging absolut gar nicht. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Sowas darf nicht passieren. Genauso wenig dürfen Feuerzeuge oder sonst was fliegen, sondern es sind einfach nur Tennisbälle geflogen. Und was auch noch hervorzuheben ist, sind quasi nur Tennisbälle vor Anpfiff der zweiten Halbzeit geflogen. Das heißt, das Spiel wurde später angepfiffen und das war's. Es war dann nicht so, dass irgendwie in der 60., 70. Minute nochmal Tennisbälle geflogen sind. Nein, es war nur vor Anpfiff der zweiten Halbzeit. Es hat sich verzögert, der Platz wurde bereinigt und sowohl die erste als auch die zweite Halbzeit konnten dann ohne Unterbrechungen von außen komplett reibungslos durchgeführt werden. Es war ein komplett friedlicher Protest, den die Frankfurter gemacht haben. Und was ich so gelesen habe, also zumindest auch dann aus anderen Fanforen, war das ein wunderbares Beispiel, wie ein Protest ablaufen muss. Es war am Anfang ja viel spekuliert worden. Chaos und Platzsturm und was weiß ich nicht alles. Also das Spiel kann nicht richtig durchgeführt werden. Und man hat einfach gesehen, nein, es wurde friedlich. Ich war nicht dabei, ich habe da nichts mit. Aber ich bin nun mal Frankfurt-Fan, deswegen verfalle ich da gerne mal ins Wir. Es wurde einfach friedlich protestiert. Es wurde dem DFL, beziehungsweise der DFL gezeigt, okay, nein, das wollen wir nicht. Oder es wurde auch den Vereinen gezeigt, denn ich will nicht außer Acht lassen, dass ja auch die Vereine dem zugestimmt haben, dem TV-Vertrag und dem Montagsspielen. Nein, also es wurde friedlich protestiert, es wurde gesagt, nein, wir wollen keine Montagsspiele. Und auf dieser Grundlage kann jetzt so gesehen diskutiert werden. Wir haben jetzt noch fünf weitere Montagsspiele und man muss jetzt einfach mal gucken, wie das da weitergeht, ob da auch so ein schöner, friedlicher Protest stattfinden wird. Auf jeden Fall fand ich diese ganze Aktion ziemlich gelungen. Wichtig ist, und das wird dann so, ja, aber wenn Frankfurt da nicht, wenn es da keine Absprachen gegeben hätte, dann wäre da ja was passiert und dann hätte man da nicht garantieren können, dass es so friedlich ist. Und ja, durchaus, wenn Frankfurt nicht eingelenkt hätte und wenn der Dialog nicht stattgefunden hätte davor und man nicht vorher gesagt hätte, den Rahmen abgesteckt hätte, hätte was passieren können. Aber das gehört doch dazu. Hellmann hat danach ein Interview gegeben, kann man jetzt auch halten, wie man möchte, dass man eben das so nicht mehr haben möchte. Also, dass das nicht die Regel sein darf und dass man diese Absprachen nicht nochmal treffen kann. Und da stimme ich ihm durchaus zu. Aber es war doch absolut richtig, diese Absprachen zu treffen. Es war von vornherein klar, es wird was passieren. Also es wird einen Protest geben. Und so hatte man den perfekten Rahmen dafür. Und dann wurde der Eintracht wurde ja noch vorgeworfen, so von wegen, ja, Populismus und was weiß ich nicht.
Aber nein, es war einfach nur richtig. Es wäre Protest auf jeden Fall gekommen. Und durch diese Absprachen, die man vorher gemacht hat, konnte man es so weit runterregeln, dass es komplett friedlich war. Es ist in aller Munde. Es ist ja nicht nur in Deutschland. Zwischendurch habe ich mal einen Artikel überflogen. So könnte das ein Beispiel für England sein, weil, naja, die haben ja auch einen sehr aufgesplitteten Kalender zum Teil. Und, naja, Fankultur in England ist jetzt auch so ein bisschen grenzwertig, wenn man sich zumindest mal in den Stadien umguckt. Und es ist einfach überall Thema gewesen diese Woche. Und es ist mehr oder weniger immer noch Thema. Und es war alles friedlich. Es ist keiner. Aufgrund der Proteste, wir hatten ja leider den Todesfall bei dem Spiel oder einen Todesfall bei dem Spiel, aber allerdings durch halt ein Herzversagen. Es ist aufgrund der Proteste keine Person zu Schaden gekommen. Alles war friedlich. Es ist überall die Sprache davon. Das Spiel war super, aber zum Zuschauen her, von der ganzen Soundkulisse, war es absolut grauenhaft. Und sowas möchte ich nicht haben. So möchte ich keinen Fußball gucken. Also, es war wirklich schlimm. Für die, die es gesehen haben, die werden wahrscheinlich wissen, wovon ich rede. Und die anderen, ich weiß nicht, ob man sich irgendwo Ausschnitte angucken kann. Sollte man sich das einfach mal angucken und sich einfach ein bisschen auf die Soundkulisse konzentrieren. Auf jeden Fall, ja, empfehle ich das, sich doch einfach mal anzuschauen. Auf jeden Fall, wir hatten friedliche Proteste. Das Spiel wurde ein bisschen verzögert. Ja, mal gucken, ob die DFL irgendwelche Strafen aussprechen wird. Meine Güte, dann ist das so. Aber man hat gezeigt, was man davon hält. Niemand ist zu Schaden gekommen. Und so muss das meiner Meinung nach sein. Ob es am Ende was bringt, ob am Ende die Montagsspiele gestrichen werden, ob am Ende vielleicht trotzdem noch irgendwelche anderen Termine kommen, weiß man nicht. Aber es war meiner Meinung nach absolut wichtig, dass man gezeigt hat, dass man das nicht möchte. Punkt. Was dann am Ende draus wird, wird sich zeigen und kann jetzt noch keiner sagen. Bevor ich jetzt zu den Spiel zum Spiel be bevor ich jetzt zum Spieltag komme, eine Sache noch. Es gab nach dem Spiel ein Interview mit, ich glaube, Ilsanker heißt er. Ich glaube, so heißt er von Leipzig, der sich tierisch darüber aufgeregt hat und der, ich glaube, er hat die Fans Idioten genannt. Ich bin mir nicht ganz sicher mit dem Wort Idioten. Er hat auf jeden Fall die Fans beleidigt, dass die Spieler doch nur Fußball spielen wollen und dass sie doch aufgrund der Verzögerung jetzt frieren mussten und dass das nicht angehen kann. Und boah. Das sind hochbezahlte Millionäre, die Fußball spielen sollen, ja. Aber ihr könnt auch einfach mal 5 Minuten da auf dem Feld stehen oder von mir aus geht wieder in die Kabine. Ihr habt doch gesehen, wie das ist und der Schiri hätte euch gerufen. Aber dieses Interview von dieser Person und die Fans dann dazu beleidigen. Ich möchte gar nicht so viel zu sagen, aber. Wer möchte, kann sich ja das nochmal durchlesen, was der Herr Ilsanker gesagt hat. Und dazu hätte ich doch ganz gerne, also wenn das einer machen würde, oder vielleicht hat es ja auch einer mitbekommen, gerne mal eure Meinung dazu, zu dieser Aussage von diesem Spieler. Das war es auf jeden Fall zu den, ja, zu dem Protest der Frankfurter. Gerne eure Meinung auch dazu ganz generell. Fandet ihr gut, was sie gemacht haben? Fandet ihr, nee, das geht gar nicht. Diese Spielverzögerung, das hätte nicht sein dürfen, hätte man nie genehmigen dürfen. Alle Kommentare oder alle Meinungen dazu gerne wie immer unten in die Kommentare. Und ja, jetzt kommen wir abschließend noch zum Spieltag und starten heute mit Weins, genau. Mainz gegen Wolfsburg. 16. gegen 14. Wolfsburg hatte knapp in München verloren, hat jetzt den Trainer gewechselt zu Labbadia. Gut, ich habe auch schon bei Korkut gedacht, das kann nichts werden. Wer weiß, vielleicht ist auch Labbadia jetzt der Heilsbringer und schlägt komplett ein. Vielleicht sage ich lieber nichts dazu. Auf jeden Fall Wolfsburg verloren gegen München und Mainz hatte gewonnen gegen Berlin. Und ich könnte mir vorstellen, Trainerwechsel könnte natürlich was bringen. Ich sage, geh einfach mal mit einem Unentschieden, auch wenn ich denke, dass Mainz leichte Vorteile haben könnte. Hoffenheim gegen Freiburg. Freiburg 1-0 zu Hause gegen Bremen und Hoffenheim 1-2 bzw. 2-1 auf Schalke verloren. Hoffenheim wirklich am Struggeln momentan. Und ich traue den Freiburgern einen Punkt in Hoffenheim zu, auch wenn ich eher leicht Richtung Sieg Hoffenheim tendiere. Hannover gegen Gladbach. Hannover 1-1 in Köln. Gladbach hat 1-0 gegen Dortmund verloren. Und boah, also wer gestern Euroleague gesehen hat,
weiß, wie schlecht die Dortmunder aktuell sind. Also das gestern war grauenhaft anzugucken. Und dass die weitergekommen sind, das ist grenzt an Wunder. Und ich glaube, dass Hannover das zu Hause gegen Gladbach gewinnen könnte oder sollte. Bayern gegen Berlin, ich werde nicht gegen Bayern tippen. Ich meine, es macht keinen Sinn, irgendwelche Spiele gegen Bayern zu tippen. Dafür sind sie einfach zu stark. Stuttgart gegen Frankfurt. Stuttgart jetzt unter Korkut durchaus im Aufwind. Mittlerweile 13. Haben 1-0 gegen Augsburg gewonnen. Frankfurt, das besagte Montagsspiel, 2-1 gegen Leipzig gewonnen und wirklich eine extrem starke Leistung. Frankfurt fehlt jetzt leider Boateng gesperrt. Das ist auf jeden Fall eine Schwächung. Aber trotzdem gehe ich weiter damit, dass ich einfach auf Frankfurt tippe. Und auch wenn Stuttgart ein bisschen im Aufwind ist, hat Frankfurt auf jeden Fall die bessere Mannschaft und eigentlich das Potenzial zu gewinnen. Bremen gegen Hamburg. Bremen, wie gesagt, 1-0 gegen Freiburg verloren. Hamburg hat 2-1 gegen Leverkusen verloren, zu Hause. Nordderby. Immer ein bisschen Action drin. Mit Sicherheit beide Mannschaften ein bisschen mehr noch motiviert als sonst. Wobei das hoffentlich bei der jeweiligen Tabellensituation 15 und 17 sollten die generell motiviert sein. Aber ich denke, dass Bremen das zu Hause gewinnen sollte. Leverkusen gegen Schalke, ja, durchaus Spitzenspiel. Der Sechste gegen den Vierten, beziehungsweise der Vierte gegen den Sechsten. Und ich denke, dass... schwierig. Ich gehe einfach mal mit einem Unentschieden. Leipzig gegen Köln. Leipzig gestern ziemlich schwach gegen Neapel. 2-0 verloren, gerade so weitergekommen in der Euroleague. Köln das 1-1 letztes Wochenende hatten wir schon. Ich denke allerdings, dass Leipzig zu Hause Köln schlagen muss. Also da sollte eigentlich kein Weg vorbeiführen. Und last but not least, Dortmund gegen Augsburg. Dortmund 1-0 gegen Gladbach hatten wir schon. Augsburg hatte verloren gegen Stuttgart, hatten wir auch schon das Spiel. Dortmund war so schwach. Haben jetzt auch noch das Problem, dass sie unter der Woche gespielt haben. Das ist übrigens das nächste Montagsspiel. Lass uns mal überraschen, ob wieder was passiert. Also ob wieder irgendwelche Proteste sein werden. Und ich sehe nicht, dass Dortmund das gewinnt. Ich gehe hier einfach mal mit einem Unentschieden. Das sind meine Tipps, eure Meinung. Gerne unten in die Kommentare, wenn ihr was dazu zu sagen habt. Ansonsten interessiert mich brennend eure Meinung zu den Protesten der Frankfurter vom Montag. Und auch, wie gesagt, die Aussage von Herrn Ilsanker. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns hoffentlich spätestens nächsten Freitag zum nächsten Fußballfreitag wieder. Bis dahin. Haut rein.